So. Gehe ich noch nicht rein. Ach, schöner Raum. Einfach mal kostenlos Geld bekommen. So. Mhm. Okay, die Fliegen machen wir schon mal One-Hit. Ja, wir haben ja auch einen ganz ordentlichen Damage. So. Ein Schlüssel. Oh mein Gott. Wohl, der Raum geht noch. Gibt Schlimmeres. So, du da oben noch. Weil die Dinger echt auf den Nerven gehen können. Ja, die kann man von oben ganz leicht umbringen. Okay, der Weg zum Boss ist schon mal offen. Das ist schon mal gut. Ha, den Raum haben wir ja lange nicht gesehen. Wow, geh weg. Und wir haben sogar Schlüssel. Ach, ist das schön. Und Geld. Oh Gott, was machst du nochmal? Ich glaube, ich weiß, was es bringt. Ich setze es gleich einfach ein und ich hoffe einfach mal, es bringt mich nicht selber um. Ne, ich setze es erst ein, wenn ich ein bisschen mehr Herzen habe. Und da haben wir die Fähigkeit von Eve. Ein halbes Herz und wir sind ein Dämon. Hui! Solange wir ein halbes Herz nur haben. Full Health! Oh, geil! Fucking geil, Alter! Danke! Na komm, hier! Genau das dachte ich, dass es bringt. Ja, yep, die Rakete. Braucht aber Ewigkeiten, bis es landet. So, jetzt hoch. Bombe und Sand nehme ich gern mit. Oh Gott. Okay, nein, 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 nein. Okay, die sind weg. Geh weg, geh weg. Ah, geh bloß weg. Okay, kein Herzballon, das ist gut. Ach, die Gegner. Ja, jetzt wäre das Space-Item hier natürlich ganz gut, aber es ist ja gerade nicht aufgeladen. Geht er, ich wollte gerade sagen, geht ja auch mal kaputt. So, jetzt sind nur noch die langsamen da, die können ja nichts. Space-Item ist wieder aufgeladen, das ist auch schön. Geheimer Raum, ja, kein Plan. Hier. Jawohl. Oh Gott. 13 Cent, oder? Oh yeah, das waren 13 Cent. Ja, es hat sich gelohnt, dass wir die Geldbörse gekauft haben. Dann hätten wir jetzt noch mehr Geld, was wir gar nicht brauchen und so. Haben wir es wenigstens ausgegeben, unser Geld. Ach ja, Fistula. Wow. Okay. Und tot. Dankeschön. Ach komm, Alter, du bist scheiße. Ja, komm, Alter, kein Bock auf den. Was? Ach, ich glaube, das Grüne hatte ich schon mal, oder? Ich nehm's nochmal.
Genau, jetzt haben wir die Gifttränen. Oh, geil, Alter, geil. Was bringt die weiße Pille? Ich weiß es nicht mehr. Ich verpiss mich einfach. Hat mich diese Fullkarte doch mal gerettet. Also nicht gerettet, aber hat um einiges an Zeit gespart, weil dieser Zwischenboss einfach nur scheiße ist. Eve versus Chubb. Hallo Chubb. Komm her, Chubb. Oh, wir waren getroffen. Los, sei vergiftet. Jawoll. Oh, ich liebe die Gifttränen, die sind so toll. Oh Gott. Alter, ich muss echt aufpassen gerade. Hinterher bringt mich das Ding um. Ich will hier noch nicht meinen einen Abpilz verbrauchen. Das kann ich doch hier nicht machen. Ich hatte schon vor, mit Eve auch ein bisschen zu kommen. Also, ein bisschen weit zu kommen. Und HP, ach schön. Ja, die Pille im Laden ist mir egal, also nächste Ebene. Das müsste jetzt selbst 1 sein, oder? Ja, müsste. Yo. So. Oh, Blutspendeautomat, geil. Den kriege ich kaputt. Wie viele Items habe ich eigentlich? Ach, schon in der zweiten Reihe. Angekommen. Oh, da ist ja noch ein Nickel. Ach, schön. Ja, komm. War mir klar, dass ich an das Geld nicht rankomme, aber dafür kriege ich ja hier noch eine Bombe, was ich natürlich wusste. Und noch mehr Geld, was ich nicht brauche. Oh Gott. Ohne Scheiß, ich mag die Gegner überhaupt nicht, wenn das so viele sind. Aber das geht ja gerade. Das ist mal ein gut, das ist mal ein cooler Raum. Vor allem so schwer. Haha, Idee. Haha. Wäre natürlich doof gewesen, wenn das mehr aufsprengt als eine Bombe, aber das war ja nicht der Fall. Oh, ein Herz, schön. Oh, geil, 15. Okay. Kommen nur noch 2 Läden, aber. Egal. Ja, toll, kann ich auch. Was meinst du, keine Bomben sind? So. The Moon bringt Wasser, Mann, ich merke mir das doch nie. Ah, in den Sekretraum. Yay! Hui, ganz viel Geld. Blutspendeautomaten. Automat. So, nach oben. Ach man, eine Fliegenraume. Ich wollte gerade sagen, unser Vogel war lange nicht da, weil wir lange keinen Hit mehr gekriegt haben. Und dann kommt er natürlich direkt wieder. Oh, der muss sterben. Ey, ich habe ihn grün gemacht. Von rot auf grün. Auch nicht schlecht. Naja, ich kann jetzt von vorne angreifen, weil die Gifttreffer ja hitten. Aber das dauert dann ein bisschen lange. Und wir kriegen nicht noch mehr Geld dank dem Blutspendeautomaten. Ach, das sind so einfache und eigentlich unnötige Räume. Bam. Und das auch noch als, ich sag mal, Bosswächter. Naja. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Ich glaube, da habe ich gerade einen Cent liegen lassen, aber egal, ich muss da eh nochmal her. Hui. Hui. Einfach mal ein bisschen spenden. Jawoll. Voll Glück, ey. Hui! Oh Mann, das mit dem Item, das kommt so spät runter. Das ist irgendwie doof. Ah, das ist irgendwie, es ist doof.
Ah, viel besser. Die Tarotkartenbox. Ach, viel besser. Ach, kann ich direkt da einsetzen. Das hatte ich, glaube ich, noch gar nicht im Let's Play. Was bringt das denn? 17. In den Item Room. Room. Merke ich mir für nächste Runde, ne? Nehme ich auf jeden Fall mit. Übertreib mal, Alter. Der Schwierigkeitsgrad in dem Raum ist übertrieben hoch. Wie sehen meine Stats eigentlich aus? Speed ist auf Maximum, deswegen bin ich so schnell. Oh. So einen Raum hatte ich ja auch noch nicht. Da kann ich eine Bombe verbrauchen für eine Bombe. Und da zwei Bomben für zwei Bomben, aber da unten ist dann auch noch ein Stein. Komme ich da auch irgendwie anders hin? Ja, hier verbrauche ich zwei Bomben und krieg den Stein auch direkt. Das ist besser. Dann kriege ich einfach so den Stein umsonst praktisch. Nein, die Bombe wird zu weit oben gelegt. Verdammte Scheiße. Ist zwar cool wegen dem Damage, aber komme ich da jetzt noch durch? Ich glaube ja. Ah ja, dafür kann man die ja so ein bisschen verschieben. Ach schön. Ich bin gefangen. Unser Damage ist bei 5 von 7. Das ist nicht schlecht. Das ist ziemlich gut eigentlich. Und unser Schnellfeuer ist auf 3. Ja, das könnte echt höher sein. Alter, 50 fucking Cent. Ich hab's halt so mit dem Sprechen. Ach ja, ist alles billiger. Ja, komm, 10 Bomben und ein Silberherz. Das ist, glaube ich, das Book of Revelation oder so. Das will ich nicht haben. Ich mag die Kartenbox mehr. Wobei die Pillenbox natürlich mit Better Pills besser ist. Aber ich hab Better Pills ja nicht. Ja, komm, Alter, leck mich. Hat toll Duft auch noch. Der Vogel wollte das angreifen, oder? Okay, jetzt ist der Vogel nicht mehr da, aber der Vogel wollte gerade den Dingen da angreifen. Auch nicht schlecht. Moment, das geht doch, oder? Warte mal. Kann man noch vergiften, oder? Moment. Ja, geht. Das ist so unnötig. Aber cool. Da oben ist noch ein Item drin, das war doch. Das war doch. Ah, genau. Das ist Scheiß-Item. Ist das gerade aufgeladen? Nö, schade. Sonst hätte ich mal aus Spaß da einfach so was in die Luft gejagt. Aber naja, egal. Dann würde ich sagen, wir waren überall auf zum Boss. Wir hatten noch gar keinen Reiter der Apokalypse. Ach, da war sogar ein Nickel, den wir liegen gelassen haben. Und Monstro 2, natürlich kriegen wir keinen Reiter. Wahrscheinlich dann in Ebene 7 kommt dann der Tod. Das wäre natürlich der Bringer, hätten wir den normalen Cube of Meat. Nein, okay, besser als nix, aber trotzdem, das wäre doof. Ja, Alter, machen wir doch nochmal Schaden. Alter. Alter! Der mir gerade mal einfach Probleme macht. Ist ja sau schlimm hier. Ey, mach doch noch mehr Fliegen, mal ohne Scheiß. Oh, Mann! Wenn das weitergeht, kriege ich gleich in meine. Ja, Dingensform. Oh, zum Glück, ey. Naja, mit den Herzen muss ich zufrieden sein. Außerdem liegt hier ja auch noch eins, von daher. Ist doch alles okay. Außerdem habe ich ja noch ein Leben. Und wir sind jetzt in der Ebene von Mom. Und wir träumen von einer Kiste, wo wir keine Luft mehr drin kriegen. Bäm! Ja, Range Up, glaube ich, vor. Ist eigentlich ziemlich gut, weil Range können wir echt gebrauchen. Weil unsere Pillen dann größer werden. Hui.
Oh, übertreibt man nicht. Übertreibt mal. Übertreibt man nicht? Ach, keine Ahnung, ist mir doch egal. Ich hab beide vergiftet. Mohahaha. Wow. Chill mal. Chill mal deine Base, Digga.